So, das Ding ist gegessen. Hakon liegt am Boden. Wir schauen uns das genau nochmal an hier. Oh, du armer, armer Hakon. Bist du tot? So. Ich hoffe, ich kriege jetzt hier nicht irgendwie Probleme in der Stadt. Dadurch, dass ich diesen Affen getötet habe. Aber es musste einfach sein, Leute. Habt ihr doch wohl selbst gesehen, oder? Der hat mir doch nur Probleme bereitet, der Typ. Im späteren Spielverlauf. Deshalb direkt weg. Kleinen Augenblick. Kleinen Augenblick. So. So, sorry. Jetzt geht's doch weiter. Immer schön nach oben. Nichts mehr zu trinken. Na, toll, hier, toll, toll. Das hat doch mit dem Controller, kann man bei solchen Kämpfen besser spielen, finde ich. Weil das mit dem Rollen, hier ist es halt so, dieses Wegrollen ist ziemlich wichtig. Und das geht hier, indem man die jeweilige Bewegungstaste zweimal drückt. Das heißt, zweimal nach vorne, also zweimal W. Hä? Zweimal W bedeutet nach vorne rollen, zweimal D bedeutet nach rechts rollen, zweimal S, A bedeutet nach links rollen und zweimal S bedeutet zurückrollen. So, und das ist ein bisschen hakelig und umständlich. Das geht besser mit dem Controller. Da muss man einfach nur auf B drücken, hier auf dem Xbox-Controller. Das geht ein bisschen einfacher von der Hand. Das heißt, bei solchen Kämpfen werde ich dann den Controller nehmen, wo es ein bisschen mehr zur Sache geht. Und bei so einfachen Mobs hier, so die da wildlos rumstreifen, da kann ich dann auch mit Tastatur, denke ich mal, arbeiten. So. Duran, Duran, mein alter Freund. Wie sieht's aus, Flüchtling? Du findest dich offensichtlich schon gut zurecht. Brauchst du meine Hilfe? Was kann er denn? Was hast du anzubieten? Wir können voneinander profitieren. Ich habe einen ziemlich miesen Auftrag von Warlord Ragnar erhalten. Ein Mord ist hier geschehen und mir hat Ragnar aufgebrummt, den Mörder zu finden. Und du willst, dass ich dir bei deiner Mördersuche helfe? Eine Hand wäscht die andere. Okay. Kriminalroman jetzt hier. Wer wurde ermordet? Sein Name war Askor. Er war ein Berserker. 3 Monate lang wurde er vermisst, bis Warlord Ragnar ihn im tiefen Wald vor Goliath fand. Vor etwa einer Woche war Ragnar auf einem seiner Kontrollgänge. Da sah er Askors Leiche, niedergestreckt mit einem Schwert. Kein schöner Anblick. Warum willst du unbedingt meine Hilfe? Du bist für sie ein Fremder. Dir werden sie zuhören. Was ist das denn für eine Logik? In Goliath traut im Moment niemand dem anderen. Darum fürchte ich, werden sie erst gar nicht mit mir reden. Du bist jemand von draußen. Ein neutraler Beobachter, wenn man so will. Dir werden sie die Wahrheit sagen. Ist das der Grund, warum du mir bei der Observierungsstation in den Bergen geholfen hast? Weil du ohne mich diesen Fall nie gelöst bekommst. Kann schon sein. Hast du schon einen Verdacht? Immerhin ist er ehrlich. Muss man ihm zugute... Warlord Ragnar vermutet, dass es einer aus Goliath war. Und wenn das so ist, dann muss es jemand sein, der sich außerhalb der Stadt gut auskennt. Für Ragnar kommen da nur 5 Kandidaten in Frage. Er schrieb sie mir auf eine Liste. Keine Ahnung, warum gerade diese 5. Ragnar wird seine Gründe dafür haben. Ich finde den Mörder. Das hört sich sehr zuversichtlich an. Dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Pass auf, wir machen das so. Du wirst mit den Verdächtigen sprechen. Ich halte mich im Hintergrund. Wer sind die Verdächtigen? Der erste auf der Liste ist Barin. Ein ziemlich fauler Drückeberger. Solange ihn keiner treibt, verbringt er seine Zeit am liebsten mit Faulenzen im Wald.
Der zweite ist Torgal, ein Bär von einem Mann. Er hält sich meist im Land Abessa auf. Geron hat sich erst kürzlich von uns abgewendet und macht sein eigenes Ding draußen im Wald. Sehr verdächtig, wenn du mich fragst. Zuletzt sind dann auch Irdor und Rock. Der eine ein Neuzugang, der andere noch nicht ganz trocken hinter den Ohren. Sie sind allesamt immer viel unterwegs. Es wird nicht leicht, sie zu finden. Wie sieht deine Strategie aus? Nun, zuerst müsste man sie fragen, wo sie zur Tatzeit waren. Und dann? Keine Ahnung. Ich lass mir was einfallen. Da habe ich keinen Zweifel. Okay. Das heißt, ich muss den Fall jetzt lösen. Also, Kriminalhauptkommissar Miasma nimmt sich der Sache natürlich an und löst den Fall in Windeseile. Hoffe ich. So. Cormac. Ah, ein Fremder. Ich hoffe, du wirst hier gut behandelt. Ich weiß, dass die Leute hier gerne über Fremde tratschen. Auch wenn wir es nicht tun sollten. Wir sind alle im Krieg mit den Alps. Wir freien Menschen sollten zusammenhalten und uns nicht an jeder Ecke misstrauen. Mir ist es egal, wenn sich die Leute über mich das Maul zerreißen. Ein ruinierter Ruf kann dir viel Ärger einbringen. Die meisten Bewohner Goliaths stehen allem Fremden misstrauisch gegenüber. Das wundert einen auch nicht bei dem, was außerhalb Goliaths auf einen wartet. Aber du bist nicht der Erste. Die meisten Fremden werden hier kritisch beäugt. Das ergeht jedem so, der unser Tor durchschritten hat. Ich bin alt genug, um Geschwätz und Wahrheit auseinanderhalten zu können. Nur krieg das mal in die Schädel dieser Sturköpfe hinein. Da hilft es auch nicht, sie auf unser Gesetz hinzuweisen. Ja, der Typ ist irgendwie cool, finde ich. Wie stehst du zu dem Gesetz? Wir vom Hammerclan sehen es als notwendiges Übel an. Aber es geht uns in vielen Punkten zu weit. Darum sehen wir auch über manche Verstöße großzügig hinweg. Wieso geht euch das Gesetz so weit? Unser Mana macht uns stark und unsere Magie zu gefürchteten Kämpfern. Stell dir vor, wir Berserker würden die Kraft des Manas mit den Energiewaffen der Kleriker oder den Sprengstoffen der Outlaws erweitern. Ein Berserker mit der Kraft der Mana-Magie im Rücken und einem magisch verstärkten Raketenwerfer auf der Schulter. Was könnte so jemanden aufhalten? Aber wir haben die Gesetze nicht ohne Grund. Also werden selbst wir vom Hammerclan nichts in diese Richtung unternehmen, solange die Gesetze in dieser Form existieren. Es wird eine Zeit kommen, da werden wir die alten Gesetze erneuern müssen, um zu überleben. Aber letzten Endes zählt nur, dass wir alle an einem Strang ziehen. Das ist ein guter Mann. Das ist ein guter Mann. Du scheinst kein Niemand zu sein. Das will ich meinen. Ich bin der Warlord des Hammerclans. Und als solcher der Schrecken unserer Feinde. Es gibt nichts auf der Welt, das sich mit unserer Magie messen kann. Wir tragen das Mana in uns. Unsere Körper sind ein unerschöpflicher Quell der Macht. Unsere Magie ist stärker als alles, was es auf dieser Welt gibt. Selbst die Energiewaffen der Kleriker können es nicht mit unseren Kämpfern aufnehmen. Mhm. Gibt es Probleme zwischen den Clans? Natürlich, aber wir Warlords sind uns bewusst, dass wir als Berserker zusammenhalten müssen. Ansonsten bricht unsere Gemeinschaft auseinander. Trotzdem gibt es Leute, die das nicht verstehen. Welche Leute? Ach, alle möglichen. Nicht nur unsere eigenen Clanmitglieder. Es gibt häufig Auseinandersetzungen zwischen den Clans, gegen die wir Warlords nichts ausrichten können. Sobald wir uns einmischen, geloben alle Beteiligten Besserung und danach läuft alles so weiter wie vorher. Manchmal komme ich mir vor, als würde ich einen Haufen Kinder beaufsichtigen. Kinder mit scharfen Messern. Ja, Hilfe anbieten, auf jeden Fall. Mir gegenüber verhalten sie sich wahrscheinlich anders. Da könntest du recht haben. Du könntest mir mal den Gefallen tun und mit Eldor reden.
Er hat seine Hütte unten bei den Setzern und macht ständig Stunk gegen den Eisenclan. Vielleicht könntest du dich mal seiner annehmen. Er soll aufhören, einen Keil zwischen uns zu treiben. Alles klar. Werde ich machen. Du warst ein cooler Typ. Hammerclan. Immer dieser Technik-Kram. Also die Berserker sind mir nicht ganz sympathisch, muss ich sagen. Aber dieser Hammerclan, der scheint eine coole Truppe zu sein. Die sind nicht so auf die Gesetze fixiert und sind so ein bisschen die Outlaws der Berserker, finde ich. Aber, was ich dazu sagen muss, der Wasserfall, Moment. Was ich dazu sagen muss, wir gucken uns erstmal jede Fraktion an, würde ich sagen. Das heißt, die Skeptiker, die jetzt die Berserker, wie hier, und die Outlaws. Und dann würde ich sagen, entscheiden wir uns, was wir machen. Oder? Vielleicht sind die Outlaws ja auch viel besser. Oder die Skeptiker. Ne? So, wir haben ein neues Quest bekommen. Zahn um Zahn. Der Berserker Askor ist ermordet worden. Ich soll Duras dabei helfen, den Mörder zu finden. Er erhielt den Auftrag von seinem Warlord Ragnar. Indizienweise, okay, das ist das Unterquest. Krieger der Berserker. Bla 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 bla. Clanstreit. Das machen wir erst. Einer von Cormacs Männern scheint schlechte Stimmung zu verbreiten. Sein Name ist Eldur und er arbeitet als Setzer auf den Farmen. Ich soll zu ihm gehen und seinem Gehetze gegen den Eisenclan ein Ende bereiten. Das markieren wir auf der Karte. Und dann geht's schon los. Was lag da? So. Immer dieser Technikkram. Ja, schön, oder? Hättest du auch gerne. Ah, hier ist das schon. Okay. Ist er das? Ja. Hey, du. Bist du der Ersatz? Nee. Nein. Scheiße. Entschuldige die Störung. Hallo. Gibt's noch was? Ja, sicher. Ich habe gehört, du machst Ärger. Wovon redest du? Mir ist zu Ohren gekommen, dass du Ärger mit dem Eisenclan hast. Ärger mit dem? Das ist ja wohl die größte Untertreibung seit dem Untergang der alten Welt. Ich und meine Jungs bekommen bei Ora nichts mehr zu trinken. Und warum? Weil wir zum Hammerclan gehören. Wie soll ich mich denn nach der Arbeit entspannen, wenn wir hier nichts mehr zu trinken bekommen? Wer ist Oran? Der Wirt der Kneipe hier in Goliath. Er gehört dem Eisenclan an und ist sehr wählerisch damit, wen er bewirtet. Wieso willst du das wissen? Cormac schickt mich. Ich soll der Streiterei ein Ende machen. Na dann viel Glück mit dem Holzkopf Oran. An uns liegt es nicht. Du findest Oran weiter oben in der Taverne. Falls du es wirklich schaffst, ihn umzustimmen, dann sag mir Bescheid. Ich könnte mal wieder einen ordentlichen Schluck vertragen. Okay. Dann gehen wir jetzt zu Oran. Hausverbot. Sowas hätte ich auch gern. Ja, siehst du, hab ich doch gerade noch gesagt. In die Kneipe da oben. Oder hier? No. Ach, das ist der, den ich die Sachen gegeben habe. Den sprechen wir dann gleich mal an, wenn wir wissen wollen, wie das so als Kleriker ist.
gerade Skeptiker gesagt, ne? Ich meine Kleriker natürlich. So, Oran. Ich behalte dich im Auge. Sieh an. Der nächste Frischling in Goliath. Hast wohl wie die anderen die Schnauze voll, wie? Was führt dich her? Der Hammer-Clan schickt mich. Na, großartig. Was willst du? Du wirst den Hammer-Clan ab heute wieder bewirten. Interessante Geschichte. Erklärst du mir auch noch, warum ich das tun sollte? Okay, Leute. Okay. Wir haben gerade schon eine Schlägerei angezettelt. Wir haben den Typen umgebracht. Ja? Wenn wir jetzt hier wieder hingehen und sagen, weil ich dir sonst den Schädel spalten muss, dann sind wir verdammte Schläger. Wollen wir Schläger sein? Wollen wir Schläger sein? Selbstverständlich wollen wir Schläger sein. Das hier ist Piranha Bytes. Weil ich dir sonst den Schädel spalten muss. Du willst dich mit mir anlegen? Du kannst es gerne versuchen. Ich werde vor der Taverne auf dich warten. Komm her, wenn du bereit bist. Gerne. Gerne, gerne, gerne. So. Wir speichern kurz. Und dann hauen wir ihn zu Klump. Du willst also, dass der Hammer-Clan bei mir wieder was zu trinken bekommt? Jawohl. Dann zieh deine Waffe und... Du verkaufst doch gewisse Dinge. Ah, ein kleiner Handel. Ja, jetzt mache ich wieder mit Tastatur hier. Okay, der hat auch Pfeil und Bogen, krass. Ja. Okay, jetzt. Ich suche etwas ganz Spezielles. Was denn? Oran, komm mal an hier. Alter Schwede. Was mit ihr nicht richtig? So. Hallo. Controller hier. Controller Skill ist gefragt. Wo ist er? Wo bist du, Oran? Steck das Ding weg. Endlich nimmst du Vernunft an. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja. Ist das so? Okay. Ich muss das Event erst triggern. Okay. Okay. Dann mal los. Du willst also, dass der Hamm... Dann zieh deine... Du verkaufst doch gewisse Dinge. Hier habe ich gar keinen Platz, ey. Wo kann man dem denn hier entgegentreten? Vernünftig. Jetzt. Alter. Wenn der mal trifft, dann haut er auch gut zu, ey. Junge. Ich suche etwas ganz Spezielles. Wenn die Kasse stimmt, kann ich dir sicher helfen. Ich höre. Also, ich will eine Laserwaffe. Nicht getroffen. Ja.
Oran ist nicht tot. Oran ist nur bewusstlos. Das war jetzt nur so eine kleine Lektion für ihn. Oh, du Kacke. Oh, du hast einen ziemlich harten Schlag drauf. Oh. Du wirst jetzt wieder den Hammer-Clan bewirten. Ja, ja, schon gut. Na, geht doch. Ich werde mal mit Angrim reden. Was hat Angrim damit zu tun? Er hat mir die Anweisung gegeben, den Hammer-Clan nicht mehr zu bewirten. Ich denke, er hat gehofft, dass es einige Überläufer zum Eisenclan geben könnte. So ist das also. Vielleicht sollte ich Cormac davon erzählen. Du musst selbst wissen, ob das eine kluge Idee ist. Ich muss mich jetzt wieder meiner Taverne widmen. Okay. Hatte vor kurzem selbst eine, aber du kennst ja Harkon. Naja, besorg mir einfach 3 Stück, okay? Sag mal, spinnst du? Hau bloß ab! Aber du hast doch... Brauchst du erst einen Arschtritt? So, jetzt geht's wieder zurück nach... nach unten. Und, um Eldo Bescheid zu sagen. Dass er wieder saufen kann. Ist ja auch wichtig, ne? Nach getaner Arbeit. So ein Bierchen, ey. Das muss schon sein. So, Eldur. Lass den Unfug. Uran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertig gebracht, diesem starkköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Super. Was sind das für Setzlinge hier? Lass dich von Born darüber aufklären. Ich habe wirklich keine Lust. Genervt? Was denkst du denn? Seit einer ihrer Gleiter oben im Westen abgestürzt ist, durchstreifen die Alps die ganze Gegend. Wenn nicht bald etwas geschieht, brauchen die Alps nur einen Ansturmwagen und aus ist es mit uns. Schon jetzt greifen uns Wühler an. Und von den Torwachen ist weit und breit nichts zu sehen. Wie soll ich mich hier denn sicher fühlen? Die Stadt ist doch gut befestigt. Was nützt die Befestigung, wenn die Wühler sich einfach aus dem Boden graben? Ich will, dass eine Wache bei uns auf dem Setzlingsfeld postiert wird. Die Wache Alva wurde von Cormac genau dazu abgestellt. Aber ich sehe von Alva weit und breit nichts. Einen Tag war er hier und danach... nichts mehr. Verdammter Faulpelz. Aber sag mal, ich kann hier nicht weg, aber du könntest für mich mal nach der Wache sehen. Irgendwer sollte ihr mal so richtig den Kopf ins Setzlingswasser drücken. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Sicherheit vor den Wühlern. Wieso sollte ich dir etwas dafür geben? Es sollte auch dein Anliegen sein, dass diese Stadt nicht überrannt wird. Du hast recht. Freut mich zu hören. Es ist selten geworden, in diesen Zeiten auf selbstlose Leute zu treffen. Da habe ich doch schon wieder einen Stein im Brett bei Eldur. Hast du den Alpgleiter gesehen, als er abgestürzt ist? Na klar, das war von hier aus gut zu sehen. Interessant. Konntest du auch sehen, warum er abgestürzt ist? Keine Ahnung. Motorschaden? Sich auf Technik zu verlassen, ist eh der blanke Wahnsinn. Mich würde jedenfalls niemand in eine solche Höllenmaschine reinbekommen. Maschinen sind wieder der Natur. Sieht man ja, was dabei herauskommt. Was glaubst du, wurde aus dem Piloten des Gleiters im Westen? Ich nehme an, die Alps haben ihn da rausgeholt und wieder in den Norden gebracht. Dort sollen sie auch bleiben, wenn du mich fragst. Ich werde Alva suchen. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Am besten fängst du deine Suche bei Drock
Er ist die andere Torwache und war ein Kumpel von ihm, glaube ich. Er steht vermutlich am unteren Stadttor auf seinem Posten. Alles klar. Dann machen wir uns jetzt auf die Suche nach Drock. Den haben wir ja gesehen, als wir hier die Stadt betreten haben zum ersten Mal. Das war ja, glaube ich, Drock. Oder? Ja. Wegen deines Kumpels Alva. Was ist mit ihm? Wo ist er? Er sollte doch Wache stehen. Woher soll ich das wissen? Der kommt und geht, wie es ihm passt. Ganz unter uns. Ich glaube, Alva hat ein kleines Alkoholproblem. Wenn du ihn irgendwo findest, dann vermutlich da, wo es Alkohol gibt. In der Taverne. Frag doch mal bei Oran, dem Wirt, nach. Da war ich gerade schon. Er könnte Alva gesehen haben. Okay. Alles klar. Das ist gut zu wissen. Und? Kennst du einen Berserker namens Alva? Ja. Der Arsch hat hier vor ein paar Tagen die halbe Taverne mit seinem Kumpel Argor auseinandergenommen. Nebelcreme-Pack. Die zwei haben sich so hart besoffen, wie ich es schon lange nicht mehr gesehen habe. Ich habe Alva seitdem nicht mehr gesehen. Wenn du ihn findest, sag ihm, dass er sich hier nie mehr blicken lassen soll. Weißt du, wo er sein könnte? Nein. Und ich will es auch nicht wissen. Aber vielleicht fragst du mal seinen Saufkumpan Argor. Er ist die Wache, die auf den Schrott im Schlund aufpasst. Er steht dort mit Sicherheit irgendwo herum. Okay. Wir sind ein bisschen... Wo ist der denn? Der Schlund. Hier lang. Da ist er. Für Unbefugte ist der Zutritt zum Schlund verboten. Kennst du einen Wachkollegen namens Alva? Wenn du glaubst, du kannst dich an mir vorbeiquatschen, dann hast du dich getäuscht. Eldur sucht nach ihm. Ach, daher weht der Wind. Nein, keine Ahnung, wo er ist. Das letzte Mal, dass ich ihn gesehen habe, ist schon einige Tage her. Wir haben ordentlich einen gesoffen. Ich kann mich ja nicht mehr viel erinnern. Der hatte echt merkwürdig harten Stoff dabei. Am nächsten Tag bin ich unterhalb der Balkone von Ragnars Festung aufgewacht. Keine Ahnung, wie ich da hingekommen bin. Ich weiß nur, dass ich ziemliche Scheiße gebaut haben muss. Meine Frau war tierisch sauer auf mich am nächsten Tag. Vielleicht sollte ich den Ort mal aufsuchen. Mach das. Das mache ich auch. Für unbe... Das mache ich auch. Kann ich mich nicht porten? Nee. Dahin will ich ja nicht. Der wird tot sein, der hat sich tot gesoffen. Hundertprozentig. Oder ist ein Deserteur oder irgendwie sowas. Noch ein hoch. Hä? Wie war das denn jetzt nochmal hier? Hier lang.
Hier sind die Balkone. Unterhalb des Balkons, wie gesagt. Hier. Hier ist aber nichts. Da ist er. Siehste, tot. Ich bin noch Kriminalhauptkommissar. Spielzeug Dino. Den nehmen wir mit. Elektroschrott, Klopapier. Okay. Ja, ich denke, wir müssen jetzt zurück nach Eldur. Zu Eldur. Und dann ist das Quest auch erledigt, vermutlich. So, Eldur, wo bist du? Ich hab alles geregelt. Alva ist tot. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Sieht so aus. Naja, das ist nicht mein Problem. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Gerne. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder? Stimmt. Vielen Dank nochmal. Um eine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern. Alles klar. Schön. Haben wir das auch erledigt. In der nächsten Folge werden wir mal nach oben gehen, wieder zu Cormac, was der zu sagen hat. Dieser Hammerclan, der interessiert mich schon. Ne? Okay. Das war's für heute. Elex. Ciao.